Nämlich hier, wenn das mal hier geht. Herr Kollege, was haben Sie mit dem Tablet angesteigt? Ach, das ist ja wieder der absolute Klopper. Ja, hallo, da sind wir zwei Hübschen wieder. Und heute haben wir uns ein Thema vorgenommen. Ja, das ist so ein bisschen brisant, aber ist schon interessant, was es für kulturelle Unterschiede gibt. Nämlich, wir widmen uns heute dem kölschen Klüngel und der Vetternwirtschaft. Da besteht nämlich ein himmelweiter Unterschied. Und das müssen wir mal deutlich machen. Aber dazu müssen wir erstmal fachlich einsteigen. Und gucken mal kurz nach, wir schlagen nach, was ist, Herr Kollege, damit wir überhaupt begreifen, wovon wir reden. Wir fangen an mit dem Kölner Klüngel, viel besser der kölsche Klüngel. Ja, und wir gucken nach natürlich bei Wikipedia, was Wikipedia zum Thema Kölner kölscher Klüngel sagt. Als Kölner Klüngel, kölscher Klüngel oder einfach Klüngel wird in Köln und im Fall der dritten nicht lokalspezifischen Form mittlerweile auch darüber hinaus ein System auf Gegenseitigkeit beruhender Hilfsleistungen, Hilfeleistungen und Gefälligkeiten bezeichnet. Das verdeckte Zusammenwirken in kaum kontrollierbaren, nicht öffentlichen Beziehungsgeflechten kann zur Vermischung von gesellschaftlichen, politischen und unternehmerischen Interessen führen und somit die Grenze zur Korruption leicht überschreiten. Im Alltagsgebrauch ist Klüngel im Kölner Raum allerdings auch positiv besetzt. Im Sinne von eine Hand wäscht die andere. Man kennt sich, man hilft sich, genau. Über Beziehungen verfügen oder Netzwerken beziehungsweise vernetzt werden. Ja, der Kölner, der ist nicht doof, der ist schon seit Jahren ist der vernetzt, bestens, weltweit. Man findet sie überall, die Kölner. Ha! So, und jetzt gucken wir mal, wir sind ja hier im Allgäu, da nennt sich das Ganze anders. Das nennt sich nämlich hier, wenn das mal hier geht. Herr Kollege, was haben Sie mit dem Tablet angesteigt? Ach, das ist ja wieder der absolute Klopper. Will nicht. So, Vetternwirtschaft. Heißt hier ja sogar noch, weil hier wird ja alles verniedlicht. Das heißt hier Vetterniswirtschaft. Ja, das wird kleiner gemacht. Ja? Vetternwirtschaft oder Nepotismus, meine Herren, bezeichnet eine übermäßige Vorteilsbeschaffung durch und für Familienangehörige oder andere Verwandte oder enge Freunde. Beispiele für diese Bevorzugung sind die Gewährung von ungewöhnlich günstigen Vertragskonditionen untereinander oder die Unterlassung, Nicken, notwendiger Prüfungen und Aufpassen bei Verwandten zulasten einer Institution oder eines Unternehmens, in denen ein Familienmitglied eine leitende Position innehat. Auch Schiebung kann eine Form der Vetternwirtschaft sein. Guck an, ja, so, und jetzt soll man mal in Medias Res gehen, liebe Freunde. Hier wird Vetterniswirtschaft nicht so richtig betrieben. Kennt man nicht, gibt es nicht, gibt es nicht. In Köln, da stehen wir. Die Kölner stehen zu ihrem kölschen Klüngel. Das ist normal, völlig normal. Der klüngelt mit dem und der klüngelt mit dem. Und das finde ich eine ganz tolle, oder das finden wir eine ganz tolle Sache. Eine tolle Sache ist das natürlich nicht, wenn der eine bevorzugt wird und der andere benachteiligt. Aber man sagt, da musst du halt sehen, wie du klarkommst und parat kommst und da kannst du mitklüngele. Aber hier, hören Sie mal, warum haben sie, ja, das ist Vetterniswirtschaft, das gibt's hier nicht, das gibt's hier nicht. Denkste, natürlich gibt's das hier auch, nur die nennen das nicht so schön. In Köln hört sich das positiver durchsetzt an, weil da heißt das Klüngel. Klüngel, kommt nicht von Klingeln. Freunde, merkt euch das. Und es ist Netzwerken. Und Netzwerken ist eine total wichtige Kiste. Ja, da sollte man sich mal eine Scheibe von abschneiden. In diesem Sinne, tut was für eure euer Netzwerk. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht es gut, klüngelt schön, netzwerkt schön. Von mir aus könnt ihr auch ein bisschen Vetterniswirtschaft machen. In diesem Sinne, ciao.